Dann ist hier noch eine Kiste. Wer schlägt hier sein Lager auf? Jetzt mal ganz im Ernst, finde ich viel zu gruselig. So, die haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Okay, das ist abgeschlossen. Da hoch will ich. Aber vielleicht komme ich da noch gar nicht hin, erst wenn ich hier das alles abgeschlossen habe. Wir haben zwei weitere Lumpsies, heißt, wir können jetzt zum Turm gehen und den aktivieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, was mit dem Vulkan ist. Wir fliegen ja nochmal dahin. Wir können ja nochmal kurz ein Auge schmeißen. Nur mal kurz gucken. Habt ihr es gesehen? Da waren... Oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott, ich dachte, ich bin jetzt reingebacken und es wird zu Ende. Da sind so eine roten Dinger, von wo mein Adler Angst hat vor. Kann ich irgendwo ausschalten? Sieht nicht so aus. Die sind überall auf dem Weg, okay. Und die gehen vom hier aus. Keine Ahnung, ich war ja schon drinnen, da ist nichts außer ein roter Krater. Nee, gut. Ja, dann gehe ich jetzt zum Turm und dann machen wir den Endgegner. Das war fies, nur mal so. Müssen wir uns mal kurz ein bisschen aufladen. Im Vulkan war Hydra Fight. Nee, da war ein anderem Gebiet. Wir sind ja jetzt in einem ganz anderen Gebiet. Ich denke, im Vulkan wird der Fight sein mit dem Bären hier. Hier sind noch unglaublich viele rote Sachen, aber die mache ich dann alle wieder offscreen. Ich werde mir natürlich auch vom Bären alle Dinger holen. Aber ich möchte es dann schon ein bisschen schöner hier haben. Mehr Sonne. Ich fühle mich so ganz leicht ein bisschen verfolgt. Nee, ich brauche unbedingt mehr Sprünge. Ich schaffe es sonst gar nicht da hoch. Echt schwierig. Ich schaffe die nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. La la la, wir schaffen das. Adler, ich glaube an dich. Ich will dir nur nicht so viel zumuten. Ich habe den Pesthauch überlebt, die Dunkelheit, den Wahnsinn. Aber diese Kälte ist unerträglich. Ich kann meine Finger nicht strecken, ich kann nicht denken. Diese Kälte ist nicht natürlich. Sie zieht in die Knochen, dringt in dein Herz vor und bleibt auch dort. Diese Kälte soll töten. Ich habe gelesen, dass dies eines das üppigste und lebendigste aller Plateaus war. Der Gottesmörder hat sein Leben mit der Kälte erstickt. Tja, Kumpel, jetzt geht's dir gleich an den Kragen. Und dann können wir hier weiter fröhlich erkunden. Ich will auf jeden Fall den Mondbogen haben hier.
Los geht's. Die letzten Obelisken leuchten auf. Du hast das Licht zurückgebracht. Überhaupt nicht gruselig. Ich habe gar keine Angst. Keine Angst. Mein jüngster Sohn wartet im Inneren des Sturms auf dich. Er wird sich nicht ohne Widerstand ergeben. Tja, das haben die anderen auch nicht gemacht. Warum auch immer. Angst. Aber da drüben ist gleich so ein Lumsi. Das ist so verlockend. Der lacht mich an, der sitzt da auf der Spitze und sagt, hey, komm und hol mich. Schmetterlinge habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber auf das ganz kleine hier, das möchte ich gerne haben. Wie kriege ich dich an? Ah, sehr interessant. Eins zu tief. Ja. Hier gehen wir auch rein. Zwei Kisten gleich. Cool. So, das haben wir erledigt. Da stellen wir uns nochmal schnell rauf. Ist der da oben jetzt an? Also Flammen leuchten schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, sieht gut aus. Dann gibt's mal ja hier. Jetzt fühle ich mich besser. Kumpel, wo bist du? Hier ist ein Baum. Und da ist noch was und da ist noch was und. Oh, das ist alles so interessant. Aber wir machen jetzt erst den Endgegner. Ich will, dass es hier schön aussieht. Du kannst nicht entkommen. Du musst dich einfach in dein Schicksal ergeben und geheilt werden. Ich rette dich. Ich gebe mir große Mühe. Ich hoffe, das klappt. Dann komm mal her. Na, nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, auch nicht beim dritten Mal. Dann wird schon kritisch. Das ist so schnell. Hier nicht vorwärts, weil hier keine Dinger sind zum Schießen. Na, so schnell ist er jetzt doch nicht mehr, hä? Wenn ich nicht näher reingekommen, ist es irgendwie langsamer. Also der ist auf jeden Fall langsamer als seine. Okay, was macht er jetzt?
Der hoppelt schnell weg. So nicht. Zum Frosch. Wow! Wow! Meteoritenhagel! Mhm. Ich muss jetzt auf die andere Seite irgendwie kommen. Das ist immer das Schwierige bei diesen Dingern hier. Weil dann sind irgendwie die ganzen Sachen auf der falschen Seite. Hilfe! Jetzt habe ich dich. Los geht's. 1:0 für uns. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt der erste schwieriger. Aber das erste habe ich echt gut gemacht. Siehst du? Endkampf im Vulkan. Haben wir noch gedacht. Ich bin extra weggesprungen, aber das ist nicht so einfach. Oh Gott. Okay. Ich hab geschossen, weiß ich, ob ich getroffen habe. Laserstrahl des Todes. Ist klar. Ha! Los geht's. Der muss ja in die Lava fallen. Wow, ich hätte springen sollen. Gott! Ja, ja, ja. Laserstrahl des Todes. Okay. Und weiter. Das war fies. Ich bin extra weg, aber... anscheinend nicht. Die Schockwelle hat mich anscheinend noch gekriegt. Ja, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ja, fällt in die Lava. Er scheint nicht tot zu sein. Das war ein Dingsschwinger. Ich hab... Ich bin gesprungen! Verflucht nochmal, du dämliches, blödes Vieh! Ich springe, aber ich komme nicht hoch genug. Das ist nervig.
Tschüss. Seh nix. Verflucht nochmal! Ich muss das schaffen, sonst geht's hier nicht weiter bei dem Kampf. Das ist voll ätzend. Und ich springe. Widerlicher. Dämlicher. Gib jetzt endlich auf. Süßer Teddy. Oh. Vielen Dank. Jetzt machen wir es hier erstmal schön. So ein süßer Teddy. Du hast meine Kinder vom Fluch befreit. Du hast so viel Böses ungeschehen gemacht. Steige jetzt zur schwebenden Insel auf. Fordere den Gottesmörder heraus. Ja, aber das sehen wir dann in einem anderen Part. Kumus macht, drücke und halte die Flügelschlagtaste während des Gleitens, um einen Superflügelschlag durchzuführen. Diese kraftvolle Bewegung verbraucht eine große Zahl an Flügelschlägen. Wie gesagt, das war's erstmal für den Part. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keinen Part mehr zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.